Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Episode Ark. Der Bronto will uns, der sehr lange Weg zum Boss. Hallo. Der andere auch. Oh, das mache ich auch nichts. Ein Baryonyx. Ja. Das war doch klar. Ich hab mir aber nicht getroffen. Brunos wollen uns noch. Können wir weitergehen? Soll ich die Brunos mitnehmen? Wollen wir die zu Hause haben? Ne? Passt schon. Okay. Ist aber dann ja schlecht hier auf dem Rücksitz. Die Armbrust 220 ist ja heftig. So ein schönes Teil. Oh, der hat irgendwie Probleme. Ich schau grad mal rein. Das ist aus, ja. Das ist jetzt natürlich blöd, da bin ich schon gefragt, wo man nicht antwortet, wo man nicht sich mit mir unterhält, wo ich ihm das aufgelistet habe jetzt hier, aber jetzt wissen wir Bescheid. Wie geh ich mal weiter? Das hätte ich ganz schlecht für so einen Stream, wenn der Chat unterbrochen ist. Aber was soll's. Der Bronto hängt immer noch hier. Den versuche ich jetzt mal rauszuziehen, der nervt ja voll. So, ich fliege wieder rüber. Hallo, anhalten. Wie lange der Pfeil braucht, bis er da drüben ist, ne? Heftig. Kommt nicht raus, oder? Doch, hat's geschafft. Das ist gut. Kommen wir mit zu den vielen Freunden hier. Bronto-Versammlung auf dieser Seite. Baryonyx streift hier rum. Sachen gibt's. Lass mich doch mal in Ruhe, so treffe ich ihn doch nicht. Ja, sehr gut. Ist ja gut, ist ja gut. Hat Petri schon zum zweiten Mal entkommen. So, was hat er denn jetzt eigentlich geschrieben gehabt? Ha, seltsam. Ja, geht das noch? Hallo? Ja, Voice Chat im Game, ne? Geil. Also du hörst mich, oder? Ja, ich höre dich. Du mich nicht? Okay. Sehr gut. Okay. Achso, ja, ja. Wie verstehst du mich mit dem Voice-Chat? Also ich verstehe dich eigentlich mega gut. Er ist ein bisschen leise. Leise? Kannst du es... Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Tasten. Einmal schreien und einmal normal. Und du schreist wohl die ganze Zeit, oder wie? Weiß ich nicht. Ich benutze eine, die ich halt weiß. Welche ist das? B. Die nehme ich auch. Okay. Kannst du vielleicht bei deinen Einstellungen mal schauen, ob du deinen Voice-Chat lauter bekommst im Spiel? Ah ja. Also
Da habe ich aus ihm geschlagen. Also, so läuft das immer bei uns. Nee, du hast geboxt. Ja, da war ich wohl rausgetappt. Entschuldige, Gatschas. So läuft das immer bei uns und deshalb verlieren wir ab und zu mal Tiere. Also so, das so nicht. Doch, weil dann pfeift er meistens noch auf neutral und auf aggressiv, dann wieder auf neutral, dann wird es vergessen, dass es auf passiv gepfiffen hat, dann kommen wir zurück, die Tiere sterben. Ja gut, da könnte was dran sein. So geil. Ich geh mal zum gelben, lilanen Drop. Ja, schau mal, ob da ein Voice-Chat für dich drin ist. Hört er nicht mehr. Die Entfernung muss man schon schreien benutzen. Die andere Taste, die ich aktuell jetzt spontan nicht weiß. Jetzt räume ich aber erstmal das Zeug hier. Nee, war keiner drin. Die Armbrust. Ah, mit Shift? Mit Shift schreit man. Also zumindest ändert sich das Zeichen. Wenn du Shift und B drückst, dann ist es so ein Lautsprecher. Und okay. Kein Mikrofon mehr. Jetzt hörst du mich wohl besser, oder wie? Hat tatsächlich nichts geändert. Ist vielleicht nur die Reichweite. Ich glaube, man hört sich nur weiter. Ja, genau. Also weitere Entfernung. Ja, genau. Bestimmt nur die Reichweite, ja. Halt blöd, dass du mich jetzt nicht so richtig hörst. Ich kann jetzt hier schreien, dann ist der ganze Stream zu laut. Ja, muss ich halt mich konzentrieren. Ja, oder dein Game mal ein bisschen. Das Game Lautstärke, die Effekte leiser machen, dass du einfach die Stimmen besser raushörst. Ja, ja. Oder mal versuchen, das mit dem Chat hinzubekommen. Ah, zum Beispiel. Oder den Chat halt nochmal hinbekommen. Mal richtig beenden über Task Manager alles. Ja, habe ich schon. Jetzt kommt da nicht mehr neu verbinden, sondern irgendwas Update failed. Retrying in bla 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 Sekunden. Hey! Sorry. Einmal gepuncht, sorry. Nochmal, nochmal gepfiffen, sorry. Wieder gepuncht, sorry. Gut, dann packe ich hier. Ach du Schreck. Jetzt muss ich den Vogel suchen mit dem geilen Zeug. Ich hab ihn. Hier drüben. Ja, dann wirst du mich jetzt einfach weniger reden hören, aber ich rede halt dann trotzdem mit der Aufnahme und so, mehr oder weniger, ne? Ja, ja. Ich versuche nochmal zu gucken, ob vielleicht irgendwas kurz weg. Ja, okay. Gut, also noch ein bisschen schauen, was ich in den Vogel bekomme. Die Kohle ist mega schwer, braucht keine Sau, vielleicht kann man die ja verbrennen am Ende. Das wäre natürlich gut, 4-5 Pots brauche ich auch nicht, aber die wiegen eigentlich nichts. Der hat jede Menge Fleisch, ob da das Zeug ist, wenn ich das dem gebe. Möglich, ne? Aber wir haben einen Pflanzenfresser jetzt hier. Yes! Der müsste das doch in Ruhe lassen, das Zeug. Jetzt haben wir alles nur dabei, weil wir hier halt vor Ort die Frösche züchten. 26 Looten wäre das sogar schon wieder so weit. Gut, das schaue ich mal noch ein bisschen nach so Terratons. Da fischt gerade einer und Level 8. Level 4, doch, hier sind ja ein paar. Hey. Alter. 32. Alles Lowies. Die hatten da wohl gerade Trappe. Kann ich den natürlich nicht wegmachen, wenn die hier so rumfliegen. Treffe ich doch nicht. Gut, den habe ich erwischt. Kopftreffer. Extra ein bisschen Munition gemacht für so Spielerei. Hatte ich den grünen abgeskinnt?
Level 4. Recht feuchte Pistole, mal sehen. Treffe ich den Kopf aber nicht. Zwei Körperschüsse haben gelangt. So, gehen wir mal durch. Kein Brit hier in Sicht, also weiter wieder raus hier. Ja. Zu riskant in dem Wald. Da hockt noch einer. 2, 3 sogar. 16. 40. Kümmert sich mein Vogel drum. Wer auf der Schulter? Einfach geil. Hier sind mehrere Petris wieder. 16, 40, das waren die zwei, die ich vorhin gerade gescannt habe. 16. 4. Ein roter Frosch. 2. Level 16 und der war irgendwie. Gut, das ist jetzt so richtig rot, aber nur 12. 16er Petri. Hallo, hallo. Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin der Verschollene. Okay. Hat man dich wiedergefunden? Ja, ja. Das ist aber schön, das freut mich wirklich. Ja, am Router neu gestartet hat es geklappt. In Router neu gestartet? Ja. Aber das Internet scheint doch, du hattest doch Verbindung, ja, also zum Game hier. Handy hatte kein Internet, nur Arc hat funktioniert, warum auch immer. Wie geil. Gerade das Game, was eigentlich sonst am ehesten Probleme macht. Ja, das ist gar einen guten Ping. Hat einfach alles eingenommen, das Arc. Das hat einfach Priorität auf 100 gesetzt. Ja. Und der Rest hat nichts mehr bekommen. Ja. Im Endeffekt war wirklich arg schuld. Gut, ich bin jetzt ein bisschen durchs Land gestreift und habe ein paar Petris gekillt. Immer noch auf der Suche nach, ja, einem Partner für die drei Weibchen da, ne? Mhm. War es schon wieder so 6, 7 Petris gekillt, aber halt kommt nichts rum hier. Ich komme nicht rein. Echt? Jetzt hängt's am Arc oder was? Ja, ich starte mal das Spiel neu. Okay, die Probleme gehen weiter, man kann sich schon mal unterhalten, wieder, das ist auch nicht schlecht. Ja. Finde ich auch gut. Ah, hier schlägt das Anglerherz höher. Schätze ich mal. Anu, ciao. Was soll das? Lass das. Was ist das für ein Kanu? Und wie überlebt er das? Der blutet noch nicht mal. Muss mal schauen, was das für einer ist hier. Frechheit. 44 nur. Oh, der sieht doch schon blutig aus. Der hat nur am Kopf. Keine Blutanimation, so wie es aussieht. Okay. Jo, der Kopf sah noch so schön sauber aus, aber es hackt nicht mehr. Hat dann doch nur noch ein Pfeil gewählt. Dachte ich schon, ich habe hier einen großen aufgegabelt, den ich jetzt wegpumpen muss, aber nö. Nee. So, was hast du zufällig von Level mal geschaut? 104er. Nee, das lassen wir jetzt. Die Morphotons wird keine mehr gezüchtet. Ich habe jetzt einen Support, den Morphoton. Wenn der weg ist, ist er weg. Dann sind wir auch von der Karte, hoffe ich mal. Die Probleme gehen immer weiter. Hm. Hört sich nicht gut an. Nein. Bin ich vielleicht
noch drin, also wegen Ark, weil Ich schau. ich ja die Verbindung verloren habe und dann. Du zählst als offline. Okay. Dann kann es das schon mal nicht sein. Ja, es waren Narkoseberries, aber die geben auch Nahrung. Kein Problem. Ich starte nochmal neu. Okay. Wenn du dann wieder da bist, hast du eine Aufgabe. Okay. Die ausgesetzten Rexe brauchen einen Futtertrog. Okay. Die sind sonst ja, spätestens beim nächsten Stream sind die dann weg. Oder zumindest die ersten sterben dann. Dann muss ich das wohl tun. Ja. Vielleicht gehen wir ja auch mit denen zum Affen, wenn da mal das Risiko ist, dass da so viele runterfallen. Müssten ja eigentlich Könnte ich gut mal genug tun. sein, um den Affe zu schaffen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Wird die alte Truppe vielleicht auch nochmal entstaubt? Ja. Yes. Ich schau gerade mal bei 2, 3 rein, was die für Werte hatten. Hier habe ich schon 40, 50 erwischt. Hier auch. Also, wir haben die. Genau, also. Fallen jeder von Anfang an zu. Oh, das ist ein Lauch. 30. Also 30.000 und nur 250 Damage. 30.000. Waren wahrscheinlich die besten hier. Ja, schwierig. Müssen wir nochmal schauen, wenn die alle mal einzeln stehen. Sprich, füttern, nochmal leveln und gucken. Vielleicht muss man halt mit ein, zwei guten auffüllen. Da kann man ja machen, zumindest den ich reite, ja, auf jeden Fall. Ja. Kann ein richtig guter sein, der fällt ja nicht runter. Also beim Affen gibt es halt da so eine blöde Schlucht. Und wenn die Rechse da reinfallen, ist er beim Affen bei dem Boss quasi. Wenn die da reinfallen, sterben die halt direkt sofort. Und da der Überweg da ein bisschen eng ist, wenn man sich da nicht ganz so geil anstellt, dann verliert man halt da einfach schon mal die Hälfte der Armee. Das ist halt dann auch blöd. Gut, dann werde ich jetzt mal nach den Fröschen schauen. Vielleicht ist das schon wieder durch. Das ist ein Petri. Endlich mal wieder einer. Vierer. Was bist du? Du bist doch kein Petri. Treffe stehen, das sehe ich ja kaum. Probier's mal. Getroffen schon, der hat's überlebt. Das ist ja ärgerlich. Ich brauche eine bessere Pistole. Okay, der ist weg. Nehme ich mal das hier. Da ist noch einer. 72 ist auch zu wenig. Das war ja voll daneben. Halben Meter. Das war aber ein Kopftreffer. Er hat trotzdem überlebt. Schieß mal ins Blaue da, hinter dem Wald, aber. Das war nix. 44. Probier ich das Gewehr. Daneben. Das sah doch so gut aus. Wir müssen wieder Munition herstellen. So, der Vogel hat noch ein bisschen was für mich. Und hiervon auch noch. Schon ein Ei zum Essen? Nö. Boah. Hab doch so viel gesammelt. Nicht, dass wir noch ein Lagerfeuer machen müssen bei uns hier, dem Außenposten. Ja, habe ich eigentlich immer gemacht. Also habe ich gemacht. Dann haben wir es immer zerstört. Seltsam, warum denn das? Ich weiß auch nicht.
Verbindung zum Server verloren, slash abgelaufen. Noch einmal und dann bin ich weg. Ein paar Minuten. Ja. So ist es dann halt. Weiter. Genau, nach den Fröschen wollte ich schauen. Die stehen da draußen. 10 Minuten, dann ist er bereit. Dann hätten wir noch die Argentavis-Eier theoretisch, ne? Ja. Da hockt er und schläft. Wer ich? So kennt man ihn. Wie kommst du drauf, dass ich schlafe? Steht dran. Ah. Steht dran, Das ist doof. schlafend. Das ist dann doof. Gut, da hocken wir uns halt hier mal kurz daneben und brüten die Eier mal ein bisschen vor. Und halte weiter Ausschau nach Petris. Da fliegt doch einer. Hinter dem Stego. Muss ich das Hut wieder anmachen, sonst wird das nichts. 88 ist natürlich auch nichts. Schade. Daneben. Aber wenn er hier schläft, kann ich ihm ja die Munition klonen. Habe ich noch viel Kopfschuss. dabei, also hauptsächlich weil es mein wenn mein Vogel ist. Was? Ich habe Headshot was und gesehen. Körperschuss und trotzdem hat das überlebt. HP, Petri war das bestimmt. Er hat echt kaum Munition dabei. Der hat sich so leer gemacht. Wahnsinn. Ja, kannst du mal Vogel wär's klauen, wenn du willst. Und das Gewehr ist auch nichts. Wann hast du denn eigentlich das gute Gewehr verloren? Beim Beim letzten Boss, Boss. ja. Ach, stimmt. Da, wo wir den Boss, ja, wo wir es nicht geschafft haben, ist halt unser ganzes gutes Zeug draufgegangen. Da sind wir auch immer wieder mal am Schauen und gucken, ob man was Gutes woher bekommt. Viele Dinge, das sind ja nicht immer Einzelstücke. Schade dann, ne? Ja, ich wollte die Petris jetzt anwerfen mit diesem Lauch da, weil dann dieser Timer wieder runterläuft bei denen. Aber wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Ja. Find hier auf die Schnelle wohl keinen gescheiten Petri. 120er Stego, männlich. Braucht keiner. Dann steig mal PC neu. Bis gleich. Jo. Okay, jetzt machen sie ihn weg. Ist auch gut. Irgendeiner steht wahrscheinlich auf Ziel angreifen. Hat er es mitgemacht? Das ist okay. Man muss nicht alles zähmen. So, brüten. 3 Minuten. 3 Minuten, 3 Minuten ist okay. Hier ist mega viel Action jetzt wieder, ja. Kommt mal alle einen Meter ran. So. Alle anhalten, bitte. Okay, also bei das hörst du dich jetzt schon mal. Okay. Was ja scheinbar nichts bedeutet hier in dem Game. Ach so, du solltest eigentlich schwacher halten hier, stimmt.
So. Weibchen Nummer 3. Die hängen wahrscheinlich an dem, der machen die gerade zu Terror. Genau. Wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt hier. So, wir stehen. Das Menschen, so. Gruppenkuscheln. Ah. Der stand noch auf Paarung, alles klar. Verhalten. Paarung. Paarung. Es läuft, machen wir den ja noch. Verhalten, Paarung. Dieses blöde neue Vieh macht so einen Lärm. Arg starten. Gut, Fleisch kann man dann auch zusammenkratzen, wenn ihr dann den Futterdruck setzt für die ganzen Tiere. Da ist überall das Fleisch drin. Ja. Schau noch ein bisschen nach Petris hier nebenbei. Sieht schlecht aus. Gut. Wir brauchen eben das Ei rauszulassen. Oh, das ist ein falsches Ei. Blindgänger. Den verputze ich gleich mal. Sind schon bei 60% und die Archie-Eier, die muss ich auf jeden Fall aufheben. Brauche ich Hilfe dann dabei. Aufgehoben. Bei 4 Sekunden, wow. So, dann warte ich jetzt auf das noch, bis es auf 4 Sekunden runter ist. Dann hebe ich das noch auf. Zack. Wieder reingelegt. Da wäscht er die Eier. Und die sind scheinbar fertig jetzt. Bis jetzt passiert noch nichts. Passiert noch nichts. Das ist nicht gut. Da ist noch ein Ei. Und da ist noch ein Ei. Warte, stehen jetzt ausgestellt. Das schaut aber nochmal. Paarung deaktivieren. So. Bindung abgelaufen. Das ist doch nicht normal. Ich könnte da mal einen Vorschlag machen, dass ich jetzt hier mal eine kurze Pause mache. Und auch neu starte. Aber ich könnte weiß nicht. Könnte man versuchen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Du hast jetzt schon zigmal versucht. Ja. Du beendest deins jetzt auch richtig sauber per Taskmanager. Alles schön. Ja. Aber also, das heißt ja Shooter-Game da. Genau, also ich läute jetzt hier mal kurz eine Pause ein, Freunde. Und hoffe, dass wir dann wieder zu zweit hier komplett am Start sind. Ansonsten ist es ja schon ein bisschen ärgerlich alles. Also bis gleich. Gleich.